Ich bin Frank Hannig, ich bin Rechtsanwalt und Strafverteidiger. Ich bin Verteidiger des Herrn Stefan E., der verdächtigt wird, den Kasseler Regierungspräsidenten Dr. Walter Lübcke im Sommer des Jahres 2019 ermordet zu haben. Und ich berichte auf diesem YouTube-Kanal über diesen Fall. Ich habe mich dazu nach langer und reiflicher Überlegung entschlossen. Wir tun hier was in den USA seit vielen, vielen Jahren gang und gäbe ist. Man hat das sogar einen Fachbegriff dafür erfunden. Man nennt das Litigation PR, also die PR, die Öffentlichkeitsarbeit, die verbunden ist mit der Bearbeitung von Fällen vor Gericht. Und ich habe mich aus gutem Grund dazu entschlossen, diese Geschichte hier auf YouTube zu erzählen und nicht die klassischen Wege der Prozessberichterstattung zu nutzen. Ich will das auch gerne erklären. In der Vergangenheit haben wir immer wieder gesehen, dass Prozesse hinter verschlossenen Türen geführt werden, die die Öffentlichkeit erst im Nachhinein erreichen. Wir haben den Grundsatz der Öffentlichkeit eines Gerichtsverfahrens. Die Öffentlichkeit kann am Verfahren teilnehmen. Das passiert in aller Regel, indem Pressevertreter an Verfahren teilnehmen, die von öffentlichem Interesse sind und anschließend darüber berichten. Wir haben aber in den letzten Jahren leider festgestellt, dass die Berichterstattung in der Regel über Faktenberichterstattung hinausgeht. In der Regel wird so berichtet, wie die jeweilige Strömung, Redaktion oder Redakteur oder der Journalist das für richtig und sinnvoll hält. Meinungen werden mit Fakten vermischt, es wird teilweise erzogen, es wird teilweise erklärt. Es wird, was durchaus auch positiv sein kann, letztendlich der Leser, der Zuschauer an die Hand genommen und es wird ihm eine Version des jeweiligen juristischen Geschehens präsentiert, von der jeweilige Redakteur glaubt, dass der Zuschauer diese hören will, dass das also ihm Klickzahlen bringt oder Zuschauerzahlen. Oder was auch immer. Das führt aber auch dazu, dass die Berichterstattung teilweise nicht mehr sachlich ist. Die Berichterstattung vieler öffentlicher Medien, vieler alteingesessener Medien, vieler Fernsehanstalten besteht mittlerweile darin, Kameras aufzubauen, viele Fragen zu stellen und anschließend teilweise in einer sinnentstellenden Art und Weise das herauszuschneiden, was einem gerade passend ist. Und genau das möchte ich nicht. Wir leben in anderen Zeiten. Ich bin davon überzeugt, dass Zeiten von Social Media, von Internet, von Globalisierung und auch von globaler Vernetzung, von globalen Informationsflüssen auch Zeiten sind, in denen die Schwarmintelligenz, die Intelligenz der Masse sozusagen eine ganz andere Rolle spielt. Ich glaube, wir sind mündiger geworden, als unsere Politiker und auch unsere Medienschaffenden uns das zugestehen wollen. Wir verstehen viel mehr, wir wissen viel mehr, wir können viel mehr lernen. Uns fehlt manchmal teilweise die klassische Bildung, aber da wir über alle Informationen jederzeit verfügen können, tun wir das ja auch. Wir bilden uns über Kreuz, wir holen uns Informationen aus den Seiten und von den Bereichen, wo wir sie haben wollen und wir bilden uns unsere eigene Meinung. Und genau das möchte ich mit diesem Kanal ermöglichen. Ich möchte versuchen, meine natürlich subjektiv gefärbte Sichtweise als Verteidiger über ein Verfahren darzustellen, und das werde ich also auf YouTube tun, ohne dass ich hier geschnitten werde. Ich weiß, ich habe auch alle Medien dazu eingeladen, diesen Kanal zu verfolgen. Das soll auch gerne so sein. Ich weiß, dass hier Ausschnitte verwendet werden können. Ich erkläre das auch ausdrücklich. Es können gerne Textausschnitte hier auch verwendet werden, wenn mein Kanal dazu zitiert wird. Aber ich habe die Garantie, dass nur das hier rein oder rausgeschnitten wird, was ich selber auch sagen möchte. Und ich will erklären, was passiert in einem Prozess von derartigem öffentlichem Interesse. Das ist also der Grund, warum ich mich auf YouTube zurückgezogen habe und warum ich auch erklärt habe in einer Pressekonferenz vor kurzem, dass die Prozessberichterstattung aus meiner Sicht nur über YouTube erfolgen wird. Ich will und ich werde auch keine Einzelinterviews zu einzelnen Prozesstagen geben. Was ist nun also zum heutigen Tage der aktuelle Sachstand? Der aktuelle Sachstand ist, dass es zwei Verdächtige gibt, für den Tod des Herrn Dr. Lübcke verantwortlich zu sein. Das ist zum einen mein Mandant, zum anderen ein Freund, Kamerad oder Kollege meines Mandanten, der Herr Markus H., wie er genannt wird. Und diese beiden Personen sitzen in Untersuchungshaft. Eine dritte Person, der Elmar J., befindet sich nicht mehr in Untersuchungshaft. Er ist meines Erachtens immer noch der Beihilfe zu einem Mord verdächtig, aber er ist aus der Untersuchungshaft entlassen worden, weil grundsätzlich in Deutschland das Prinzip gilt, dass man nach 6 Monaten aus der Untersuchungshaft entlassen werden muss, wenn nicht besondere Umstände ausnahmsweise dafür sprechen, dass eine Fortdauer der Haft angemessen erscheint. So ist es hier wahrscheinlich gewesen. Ich kenne den Beschluss des Bundesgerichtshofs nicht, warum also Elmar J. nun aus der Haft entlassen wurde. Die beiden anderen Tatverdächtigen sitzen nach wie vor in Untersuchungshaft. Warum sitze ich in Untersuchungshaft? Es gibt dafür 3 mögliche Gründe. Der Haftgrund der Verdunklungsgefahr, der Fluchtgefahr, der Wiederholungsgefahr und einen besonderen Haftgrund der Schwerstkriminalität.
Ich gehe mal davon aus, dass in dem vorliegenden Fall mit Sicherheit davon ausgegangen wird, dass sowohl Verdunkelungsgefahr als auch Fluchtgefahr als natürlich auch der Haftgrund der Schwerstkriminalität fortbestehen, weswegen ich mich entschlossen habe, für meinen Mandanten auch keine mündliche Haftprüfung zu beantragen. Ich halte Verteidigung im Wesentlichen für sinnvoll und für sachgerecht, wenn sie auch realistisch ist. Man muss in meinen Augen nicht blind drauf loshauen, nicht, sagen wir mal, populäre Dinge tun, nur damit irgendwie die Leute das gut finden oder darüber berichten, sondern man muss Dinge tun in der Verteidigung, die den Mandanten letztendlich nutzen. Das tue ich auch mit dem, was ich hier tue, weil natürlich mein Mandant zunächst eine Vorverurteilung erfahren hat, die darauf beruht, dass er also kurz nach seiner Festnahme ein Geständnis abgelegt hat und gesagt hat, ich habe diese Tat begangen. Damit war also für die Öffentlichkeit sozusagen schon klar, jetzt ist er gefasster Mörder. Nun stellte sich aber heraus, dass dieses Geständnis unwahr gewesen sein soll. Ja, aus welchen Gründen auch immer mein Mandant das damals abgegeben hat, das wird vielleicht Thema eines nächsten Videos mal sein, dass ich das versuche zu erklären. Er hat also gesagt, das war unwahr, ich habe damals nicht die Wahrheit gesagt und ich möchte jetzt die Wahrheit sagen. Die Wahrheit besteht vor allem darin, dass mein Mandant gemeinsam mit jemand anderem, nämlich mit dem Markus H. am Tatort gewesen ist und dass also sich dort versehentlich ein Schuss gelöst hat, den der Markus H. abgefeuert haben soll. Diese Wahl wollte mein Mandant schon lange sagen. Wir als Verteidiger haben versucht, monatelang Beweise dafür zu finden. Es ist schwierig gewesen. Wir haben also verschiedene Beweisanträge gestellt. Wir haben auch eigene Ermittlungshandlungen vorgenommen. Wir haben versucht, die Generalbundesanwaltschaft zu unterstützen mit Tipps. Wir haben aber auch selber ein bisschen recherchiert und haben also versucht, Beweise zu finden. Deswegen hat das auch so lange gedauert. Das ist also der Grund, warum wir gesagt haben oder warum wir dem Herrn E. geraten haben, sich möglichst noch nicht zu zeitig zu äußern. Jetzt hat er das nur gemacht. Wir haben aus gutem Grund das Ganze öffentlich gemacht. Das hat nichts mit Selbstdarstellerei zu tun, sondern es geht schlichtweg darum, dass also die erste Version der möglichen Tat, das Geständnis des Herrn E. in der Öffentlichkeit breitgetreten worden ist. Bis zum geht nicht mehr. Jedes Medium, jede Zeitung, jeder Fernsehsender hat darüber berichtet, dass der Lübcke-Mörder nun geschnappt ist und ein Geständnis gemacht hat. Und Herr E. wollte sicher gehen, dass dies auch mit seiner jetzigen wahren Einlassung genauso geschieht, dass das nicht unter den Teppich gekehrt wird, sondern dass hier auch klar darüber berichtet wird, so wie er das eben selber sieht. Das ist auch sein gutes Recht. Er sitzt in Untersuchungshaft, aber er ist immer noch ein Mensch. Wir als Verteidiger, gerade als Pflichtverteidiger, wie ich in dem Fall bin, haben natürlich die Aufgabe, den Menschen zu verteidigen und nicht die Tat. Das darf man nicht vergessen, das möchte ich auch an dieser Stelle ganz klar sagen. Sympathien für die Tat habe ich um Gottes Willen überhaupt gar nicht. Und es ist unendlich bedauerlich, dass der Dr. Lübcke zu Tode gekommen ist. Und natürlich empfinde ich auch tiefes Trauer und auch Beileid für seine Angehörigen, die das hinnehmen müssen. Trotzdem ist es meine Aufgabe als Verteidiger, als Teil des Rechtsstaates, als unabhängiges Organ der Rechtspflege, den sozusagen verfassungsgemäßen Auftrag wahrzunehmen, auch dem mutmaßlichen Straftäter ein faires Verfahren zu sichern. Das ist mein Job als Verteidiger. Und zu einem fairen Verfahren gehört halt auch, zumindest in modernen Zeiten, sehe ich das ganz klar so, auch einer öffentlichen Verurteilung nach Möglichkeit entgegenzuwirken. Das, was der Richter vor Gericht tun muss, können die Medien draußen, außerhalb der Gerichtsflure natürlich auch. Mediale Verurteilung kann im Einzelfall sogar schlimmer sein als juristische Verurteilung. Ich habe volles Verständnis für jeden Betroffenen, der sagt, ich möchte mit allen Mitteln auch an meiner medialen Verurteilung arbeiten und dafür sorgen, dass das eben nicht passiert und dass ein Verfahren fair bleibt. Ich habe vor langer Zeit mal populistisch, gebe ich zu, und auch sehr aggressiv gesagt, die Presse sind die neuen Richter und Henker in einer Person. Ich will es vielleicht so hart gar nicht sagen, aber Fakt ist, dass die Verantwortung von Medien eine ganz erhebliche ist und dass wir alle, und da beziehe ich uns als Social-Media-Nutzer jetzt mal einfach mit ein, dass wir in meinen Augen schon die Verantwortung haben, wahrheitsgemäß über Fakten zu berichten und zumindest immer dann deutlich zu machen, wenn wir uns vom Bereich der Fakten zum Bereich der Meinung wegbewegen, dass es nun so ist. Ich versuche also hier im Wesentlichen Fakten zu berichten, nämlich das, was mir mein Mandant erzählt hat, wo er mich gebeten hat, das nach außen zu tragen, auch im Rahmen dieses YouTube-Kanals und in Zukunft im Rahmen des Prozesses will ich darüber berichten, was vor Gericht passiert. Ich versuche, so sachlich wie möglich zu bleiben. Immer wird mir das nicht gelingen, aber ich will euch als Zuschauer und auch Ihnen als Medienschaffende, die Sie diesem Kanal hier vielleicht dann als Informationsquelle folgen, die Möglichkeit geben, ungeschnitten die Version des Verteidigers zu hören, sich ein Bild zu machen darüber, wie auf Seiten der Verteidigung das Verfahren eingeschätzt wird, wie einzelne Verfahrenshandlungen eingeschätzt werden und was daraus zur Schlussfolgerung und abzuleiten ist. Das sollte dann jedem Zuschauer und jedem, der an Informationen interessiert ist, selbst überlassen bleiben.
Jetzt gehen wir erstmal davon aus, dass es weitere Befragungen geben wird. Mein Mandant hat angekündigt, dass er gegenüber der Polizei für weitere Befragungen zur Verfügung steht, dass er erklären will, was am Tattag genau noch passiert ist. Die Polizei, die Mordkommission in Kassel hat dazu erhebliche Fragen. Die werden in den nächsten Tagen beantwortet werden. Und dann wird man sehen, der Ball liegt bei der Generalbundesanwaltschaft. Der Generalbundesanwalt muss Anklage erheben, er wird Anklage erheben. Was dann da drin steht, wird man sehen. Diese Anklage wird vermutlich bei einer Staatsschutzkammer in Frankfurt vorgelegt werden. Das Gericht muss entscheiden, ob es die Anklage zulässt. Und dann irgendwann wird die Eröffnung des Hauptverfahrens kommen. Ich werde auch darüber wieder berichten. Ab sofort in unregelmäßiger Folge bis zum Prozessbeginn, wenn es Neuigkeiten gibt. Und gehe davon aus, dass ich damit für meinen Mandanten einen Weg finde, eine sachliche Prozessberichterstattung zu ermöglichen. Und ich gehe davon aus, dass ich für die Öffentlichkeit damit einen Weg finde, sachlich und fair und ausgewogen informiert zu werden. Das ist mein Ansinnen und ich freue mich, wenn ich euch, wenn ich Sie auf diesem Kanal wiedersehe, wenn dieser Kanal als seriöses Medium wahrgenommen wird, um aus nächster Nähe über einen der aufregendsten, spannendsten und schwierigsten Prozesse der letzten Monate zu berichten. Ein Prozess, der uns gesellschaftlich ja doch mitnimmt, weil sollte sich herausstellen, dass tatsächlich hier ein Politiker aus rechtsradikalen Beweggründen ermordet wurde, dann ist das natürlich für unsere Gesellschaft schon ein schwerer Schlag, mit dem wir als Gesellschaft auch umgehen müssen. Aber, und das will ich nochmal ganz klar sagen, abschließend mit diesem Eröffnungsstatement hier, bis dieses Urteil gefallen ist, gelten die beiden Betroffenen, die beiden Tatverdächtigen als unschuldig. Das sollten wir ihnen der Fairness halber zugestehen. Das müssen wir ihnen der Rechtsstaatlichkeit halber auch zugestehen. Und so müssen wir sie auch behandeln. Solange ihre Schuld nicht erwiesen ist, haben sie die Fairness des Rechtsstaates und auch die Fairness der öffentlichen Berichterstattung verdient.